Alle 5 Jahre organisiert der Modelleisenbahnclub Laupheim-Schwendi eine Ausstellung der Minibahnen. Zum zweiten Mal bereits über das dreitägige Silvesterwochenende. Denn da haben die Besucher genug Zeit zum Schauen und die Clubmitglieder genug Zeit zum Aufbauen. Detail für Detail. Die heile Welt im Miniaturformat 1:87. Bei der sattert wie in echt, aber die Bahn noch pünktlich ist. Begrüßt vom Alphornchor. Wolfgang Schick erschafft solche Landschaften. Bislang 13 Jahre hat er an der Rätischen Eisenbahn aus der Schweiz gearbeitet und stellt sie jetzt auf Automatikbetrieb fürs Ausstellungswochenende. Wenn ich aber zu Hause bin mit der Anlage für mich, dann fahre ich sie natürlich von Hand mit diesen Reglern hier. Und da kann man rangieren, die Züge auseinander machen, wieder neu zusammenstellen, so wie es in Natura auch ist. Für das reale Vorbild Schweizer Bergwelt hat sich Schick wegen der vielen Tunnel und Kurven entschieden. Die Herausforderung für den Modellbau. Und ganz so heile ist auch diese Mini-Eisenbahnwelt nicht. Da geht's auch mal um Kopf und Kragen. Für den dann benötigten Nachschub sorgt bei Schick die Familie. Ich bin durch meinen Vater zur Modelleisenbahn gekommen. Und dann mein Mann macht auch Modellbau und da macht man dann einfach mit, kommt man einfach dazu. Ihr könnt die Vögel ja auch kaufen, aber Sie machen sie selber, warum? Ich mache sie selber, weil es viele verschiedene Vögel gibt und ich kann mir dann aussuchen, welchen Vogel ich machen möchte und kann das verwirklichen, so wie ich es mir vorstelle. Eine Vorstellungskraft, die bis zur Verkleinerung von 1:500 reicht und die praktischerweise auch in eine Hand passt. Aber wenn es nach Wolfgang Schick geht, nie fertig wird. Ich habe die Anlage angefangen am 1.12.1997 und sie ist immer noch nicht ganz vollendet. Also das dauert. Und wenn sie dann mal fertig wäre, dann gibt es irgendeinen Grund, wieder was umzubauen. Ob detailreich genug oder nicht, davon kann sich ab morgen jeder selbst überzeugen. Abfahrt auf der Modellbahnwelt von Laupheim ist von Freitag bis Sonntag immer von 10 bis 17 Uhr.